Hallo meine Lieben, mal wieder ein kleines kurzes Video zwischendurch. Und zwar habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass ich meine Sachen, die ich im Shop verkaufe, auch immer ganz gerne teste und probiere. Sprich mit Rumspiel, was geht nicht damit, wie ist die Qualität und dergleichen. Und jetzt habe ich diese Röschen, Rosen, kennt ihr, Forever Flowers, ganz klar. Es kommen ja auch zwei neue Sets zu QVC am 22. Die Nelken und die Begonien, glaube ich, waren das. Die ihr dann euch auch selber stanzen könnt und bestempeln könnt. So, ich habe jetzt noch zwei ganz andere Sets im Shop. Und zwar sind das einmal die Rosen und, jetzt muss ich lügen, die Chrysanthemen, meine ich. Auf jeden Fall mit den Rosen habe ich jetzt mal rumgespielt. Das Schöne ist ja an diesen ganzen neuen Stanzen, ihr braucht sie wirklich nur einmal ausstanzen. Ich nehme das mal runter, das ist das Blatt für unten, für unter den Rosen. Ihr braucht die im Prinzip nur einmal stanzen und passt auch durch jede Stanzmaschine, also auch die kleinen A5-Stanzmaschinen. Einmal stanzen und dann habt ihr komplett alle Teile zusammen, die ihr braucht für eine Rose. So, und ich denke mir, okay, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Es würde auch übrigens passende Stempel dazu geben bei mir im Shop, die man aber auch einzeln verwenden kann, wie man schön sieht. Also super, ich finde, die machen richtig Spaß. Und jetzt habe ich hier verschiedene Materialien ausprobiert. Ich habe hier so ein dünnes Filz probiert. Ich habe hier recht kräftiges Papier, das ist 160 Gramm Papier. Muss man gucken, das hätte man natürlich auch noch ein bisschen prägen können mit so einem Prägestift. Das ist hier, das Seidenpapier, was ihr auch bei QVC mit dem Filz zusammen in den Set bekommt, denn am 22. Und das ist weißes Transparentpapier. Das macht das wieder total zart und weich und zärtlich. Und hier ist das nochmal in so einem Pink. Na, und dann könnt ihr euch natürlich jetzt wieder so viel Rosen basteln, wie ihr wollt. Seht ihr übrigens diesen kleinen Kranz? Den habe ich auch im Shop. Der ist tatsächlich nur, ich gucke nochmal schnell, 9 cm waren das, meine ich, im Durchmesser. Ja, 9 cm im Durchmesser. Und den könnte man schön über so eine Lambia-Kerze oder überhaupt über Stumpenkerzen stülpen für die Tischdeko. Und wie gesagt, es geht super einfach und völlig entzückend. Gerade wenn man das jetzt mal so aus anderen Materialien macht, so wie das Transparentpapier zum Beispiel. Ich finde, die sehen total schön aus, total leicht. Fluffig, sehr niedlich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es geht auch ein bisschen aus stabilerem Papier. Zu dick würde ich es nachher nicht machen, auch nicht mit dem Filz. Mit so einem ganz dünnen geht das auf jeden Fall. Na? Und auf jeden Fall, das musste ich unbedingt mal ausprobieren, musste ich euch unbedingt mal zeigen. Hier habe ich auch noch Transparentpapier, so ein ganz dünnes, so ein lilanes. Na? Ich weiß nicht, soll ich noch mal eine zusammensetzen mit euch? Ich setze die noch mal schnell zusammen. Es ist ja ganz normal, Werkzeug habt ihr ja alle zu Hause. Ihr habt auch bestimmt noch mal einen Stiel über. Wie gesagt, ansonsten gibt es ja auch das große Ergänzungsset, denn auch bei QVC am 22. Und dann fangt ihr an mit den fünfblättrigen. Kleine Kappe. Sagt ihr schwupps. Dann nehmt ihr beide Vierer. So, und dann eine etwas größere Kappe. Wie es gewohnt seid von den Stoffblüten auch. Zusammenpressen. Dann nehmt ihr die beiden Dreier. Falls ihr da jetzt was gehört haben solltet, das war wieder mein Hund. Der hat sich das hier bequem gemacht. So, dann nochmal ein Abschlussblatt. Entweder stanzt ihr das oder ihr habt noch eins über. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich finde die immer ganz schön, wenn man das so aufmixt, das Papier mit dem Stoffenden, sage ich jetzt mal, mit den Stoffblättern, die unten kommen. So, zusammenpressen und et voilà. Und ihr könnt sie euch genauso fluffen wie alles andere auch, wie die Stoffblüten auch vorher. Ja, gut, das war es eigentlich auch schon. Guckt gerne mal rein. Ich finde die super schön, die Stanzen. Und ja, mit den passenden Stempeln, da lässt sich wunderbar alles Mögliche mitgestalten und spielen. Okay, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.